Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, nicht nur das Motorradfahren wird immer beliebter, auch das Fahrradfahren. Das kann man auch sicherlich sehr gut heißen. Wir haben also jetzt hier in Nordrhein-Westfalen den Entwurf des ersten Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetzes. Und da geht es schon mal ganz gut los. Und das meine ich wirklich ehrlich. Ich bin positiv überrascht gewesen, nachdem ich erstmal die Einleitung gelesen habe, weil da ist auch ein bisschen sehr viel grüner Duktus drin, dass man halt wirklich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten den Fußgänger und den Fahrradverkehr massiv vernachlässigt hat. Das ist richtig, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Wir haben die letzten Jahrzehnte jeden Verkehrsträger entscheidend vernachlässigt. Die Straßen, die Brücken, die Schienenwege, die Schifffahrtswege, wo Sie hinschauen. Und wir befinden uns immer noch in einer Situation, wo wir mangels Fachkräften wirklich dosiert arbeiten müssen. Das sei anfangs bemerkt. Eine Faustregel heißt, lieber frühzeitig sanieren, am Ende wird es doppelt teuer. Gut, die Vorteile oder viele gute Punkte, die hier in diesem Gesetzesentwurf drin sind, die wurden von meinen Vorrednern schon erwähnt. Ich möchte mir trotzdem exemplarisch einige Paragraphen rausnehmen, wo für uns noch ein wenig Klärungsbedarf besteht. Beispielsweise Paragraph 5, die Einbindung der AGFS, beratend und hilfestellend bei den Kreisen, halten wir für auf jeden Fall eine gute Sache. Da ist sehr viel Fachverstand. Die Budgetierung ist uns noch nicht ganz klar. Wir kommen zu Paragraph 9, da geht es um die sogenannten Sicherungsaudits. Und da habe ich bisher eigentlich angenommen, dass diese Werkzeuge längst existieren und dass sie in den normalen Planungskosten drin sind. Da wollen wir noch ein bisschen Aufklärung haben. Ja, und dann kommen wir zu dem unrühmlichen Paragraphen Nummer 11. Es geht um die sogenannten Abbiegeassistenten für LKWs. Um es nochmal ganz kurz zu erklären, die meisten Unfälle LKWs mit Fußgängern oder Fahrradfahrern werden beim Rechtsabbiegen der LKWs, leider passieren die dort. Und es gibt ein technisches Hilfsmittel, inzwischen äußerst erschwinglich, was den Fahrer nochmal, falls er abgelenkt sein sollte, warnen sollte, visuell und mit einem Audiosignal, dass sich neben ihm tatsächlich Personen oder Fahrradfahrer befinden können. Und damit wurden schon sehr, sehr viele schwere Unfälle und vermutlich auch Todesfälle abgewiesen. Und seit 2 Jahren erkläre ich Ihnen, dass die EU sich reichlich Zeit nimmt und dass wir mit diesen Möglichkeiten Menschenleben retten können. Und jetzt bin ich ganz ehrlich gesagt bei diesem Paragraphen mehr als erschüttert, dass wir uns jetzt hier die Option nehmen, noch 2 Jahre länger zu brauchen als die EU-Verordnung, um die eigene Flotte umzurüsten. Ich mag noch mal daran erinnern, große Firmen haben es proaktiv selbst gemacht. Fast jede Supermarktkette von Aldi, Lidl, Rewe, was sie wollen, große Logistiker wie Schenker, ganze Kommunen, beispielsweise in Köln, die haben ihre eigene Flotte umgestellt, leider erst nach einem Todesfall. Also das ist sicherlich ein Paragraph, da werden wir hoffentlich noch ein wenig dran arbeiten müssen, an dem Feinschliff. Bei vielen anderen Dingen möchte ich Ihnen noch mal ganz kurz nahebringen, dass es auch immer praktische Erwägungen geben sollte, gerade bei Einführung von neuen Verkehrsmitteln, wie beispielsweise jetzt E-Rollern oder E-Fahrrädern oder Wiederentdeckung von alten, wie beispielsweise Lastenfahrrädern, wenn sie nicht elektrisch betrieben werden. Die Realität in den Innenstädten, und hier bietet es sich an, eigentlich mehr auf diese kurzen Strecken zu gehen, ist eine ganz andere. Ich gebe Ihnen mal ein praktisches Beispiel. Ich wohne in einem Haus, gibt es 12 Parteien. Und wenn sich jede Familie, jedes Pärchen darauf verständigen würde, wir brauchen für die Organisation von uns, wir brauchen ein Lastenfahrrad. Sie hätten auf den 6 Meter Front überhaupt nicht die Möglichkeit, 12 Lastenfahrräder abzustellen. Das bietet sich an bei Leuten, die eine Doppelhaushälfte haben, ein bisschen außerhalb wohnen, eine Villa oder sowas, um eine Garage zu haben. Dieselbe Problematik ist es bei einem Elektrofahrrad, die relativ teuer sind. Irgendwann ist der Hausflur voll. Oder beispielsweise, wenn ich mir unbedingt ein Elektroautomobil leisten möchte in der Innenstadt, abgesehen davon, dass ich sicherlich vor der Haustüre niemals einen Parkplatz kriegen werde, wie sollte ich aus dem 4. oder 5. Stock da ein Verlängerungskabel runterlassen? Das ist natürlich alles für den Stadtbewohner in einem Haus nicht ganz so attraktiv. Sehr attraktiv natürlich, wie gesagt, für jemanden, der sich das leisten kann, der eventuell eine eigene Garage zur Verfügung hat. Und da frage ich mir bei den ganzen Subventionen und so weiter, ist das denn wirklich diese Zielgruppe, die da am meisten von partizipiert, muss da noch großartig subventioniert werden?
Das ist diese Frage. Und der letzte Punkt, ich weiß, ich bin kurz vorm Ende, ist, lassen Sie den Kommunen die Organisation, gerade was hier diese kleinen Fahrzeuge angeht, beispielsweise Elektroroller. Es wurde eben erwähnt, im Rhein, vor Köln, 500 Elektroroller sind da schon reingeworfen worden. Ich habe bereits schon vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren vorgewarnt, diese Trends waren absehbar. Die gab es in Los Angeles, in Marseille. Die Leute haben Videos gemacht, wie sie die Dinger da reingeworfen haben. Und da muss natürlich dann auch jede Stadt kurzfristig mit Sachverstand reagieren können. Insgesamt ein Gesetzesentwurf, auf dem wir aufbauen können, wo wir natürlich noch die Möglichkeiten haben, da den Feinschliff zu machen. Und ich denke, es war schon mal ein guter Start. Und Paragraph 11, da werden wir noch drüber reden müssen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Vogel.